Ich habe mit Katrin geschlafen. Wenn Yvonne das weitererzählt, willst du auch noch meine Beziehung kaputt machen? Aber bei dir ist alles in Ordnung. Ja. Es hat keine Bedeutung. Und meinst du, Tobias sieht das auch so? Machst du eigentlich nur uns was vor oder dir selber auch? Und das Thema ist bei den beiden, dass Tobias das Gefühl hat, bei Katrin gibt es so Legenden. Also Joe und auch Maren, Till, es sind alles diese Legenden in ihrem Leben. Und wo kommt er da eigentlich vor? Und er hat das Gefühl, alle anderen sind wichtiger, also vor allem Joe. Das ist immer wieder das Thema, dass sie mit ihm irgendwie alles teilt. Was Katrin, glaube ich, überhaupt nicht so sieht, das ist für sie wirklich was ganz anderes. Aber ja. Da sind sie sich nicht einig. Ja. Das Problem ist, dass Tobias nicht versteht, dass es Dinge gibt, die nichts mit ihm zu tun haben oder mit uns. Ich habe das mitgekriegt. Yvonne und du, eure Probleme. Es tut mir unglaublich leid. Ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie hin. Ihr seid toll zusammen. Und dann kommt wieder das nächste Ding. Dann gesteht Katrin Tobias diesen fatalen Abschied von Gerner, der vermeintliche Abschied für immer, und dann war der gar nicht für immer. Und das ist dann einfach, glaube ich, das i-Tüpfelchen für Tobias, wo er sagt, okay, gut, dann, nee, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr. Absolut. Ja, ja. Ich hatte Sex mit Joe. Also ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich, wie definiere ich diese Beziehung, dieses Vertrauen, was verstehe ich darunter, was möchte ich, was möchte der, die andere. Und da, wenn sie sich da irgendwann finden, also wenn sie was finden, was für beide funktioniert. Weil Katrin ist einfach eine total unabhängige Frau, die für sich Entscheidungen trifft, wo sie sagt, das ist für mich so und das hat nichts mit dir zu tun. Das ist nicht gegen dich, sondern ich mache das einfach so und ja, akzeptiere das. Das war eine extreme Ausnahmesituation. Jetzt wünschte ich, es wäre nicht passiert. Wann? In Engelshoop bei Leon. Das macht ja auch die Anziehung für Tobias aus. Also das ist ja das, was er auch an Katrin so nicht nur schätzt, sondern einfach, das ist der Grund, weshalb er auch mit ihr zusammen sein will, weil die so eine starke Frau ist, weil die so bedingungslos ist. Und das birgt natürlich immer, ne, alles hat ein Für und Wider. Und hier hat er halt doch einmal das ins Gegenteil umgeschlagen für ihn. Ja. Warum? Joe wollte fliehen, er wollte das Land verlassen. Ich dachte, wir sehen uns nie wieder. Ein Abschied für immer. Warum erzählst du mir das jetzt, Katrin? Also für Katrin und auch für Gerner war das, glaube ich, wirklich ein Abschied. Also da, diese absolute Nähe, diese Loyalität, die da so extrem gespürt haben, und mit dem Wissen, wir sehen uns nie wieder, das hat das überhaupt erst möglich gemacht. Das war jetzt nicht romantisch und leidenschaftlich, sondern einfach diese tiefe Verbundenheit. Wir hatten gerade alles auf dem Tisch. Keine Geheimnisse. Und dann kommst du mit so einem Geständnis um die Ecke. Ich freue mich total, dass das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern so gut ankommt. Es wird auch sehr kontrovers diskutiert. Also manche finden es ganz furchtbar, aber die meisten finden es richtig toll. Und einige sagen auch, oh, die müssen wieder zusammenkommen. Ja. Klar, die haben praktisch 20 Jahre gemeinsam erlebt. Höhen und Tiefen, echt extreme Sachen. Und es ist schon so, dass die so ein ganz spezielles Team und Paar sind, aber also ich glaube, dass beide für sich ganz klar haben, und das denke ich auch, ist so, also Gerner hat Yvonne und er liebt die über alles und er will, dass das funktioniert, und Katrin hat Tobias und liebt ihn, und also an ihr lag es ja nicht, dass die sich getrennt haben. Tobias hat gesagt, für mich funktioniert es nicht mehr, Katrin hätte sich nicht getrennt. Es tut mir so leid. Warum sollte ich dir noch ein Wort glauben? Bitte, Tobias! Also, was möchtest du sagen? Ich kann dir auch einfach immer nur das RTL und RTL Plus anmoderieren. Nein, das also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet ein, Montag bis Freitag 19:40 bei
RTL. Oder jederzeit auf RTL Plus. Das wäre zum Beispiel. Nehme ich. Ey, was für ein Video. Falls ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt und euch noch ein Video angucken wollt, dann könnt ihr einfach hier auf unseren YouTube-Kanal gucken und euch viele weitere lustige, interessante und spannende Videos angucken. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 22 Minuten Zeit habt für die neue GZSZ-Folge, dann klickt einfach hier auf RTL Plus. Und übrigens, bevor ich es vergesse, abonnieren.